Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegeler nirgendwo finden. Dann suchen Sie ihn eben! Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Dieser Versager, dieser Schmarotz! Ein paar Vanille Vollbeats! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Wir können den Gruppenführer Fegeler nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Was jetzt? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Wink! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was hat er denn gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Was soll denn das heißen? Wollen Sie das hier aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren. Ich kann November 1918 40 nicht wiederholen. Niemals! Eine große Verantwortung liegt auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Görings Sorge ist nicht unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Befehle und Anweisungen können da nicht mehr übermittelt werden. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront. Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Fegelein! Sie ist ohne Ehre! Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Bringen Sie mir Fegelein! 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 Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft nur ein Zehnfaches. Ja, ist das denn wahnsinnig geworden? Die Spurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Führer, er ist nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist nicht nur als Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Wink! Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Ein paar Vanille Faulbeats! Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Wir trampeln jeden Außenseiter als Gemeinschaftsfremd tot. Geld muss doch in erhöhtem Maß für den Menschen. Die Affen zum Beispiel. Dann entlösen wir die Westfront. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Wir können den Gruppenführer Fegeler nirgendwo finden. Wir müssen jetzt handeln! Himmler, dann suchen Sie ihn eben!